Okay, ich habe gerade mitbekommen, das sind doch nicht die Katze, das sind die Kinder von draußen. Die dicken Kinder von Landau. Tja. Not easy. Ich soll es ab und zu erst an Gemüse, weil sonst. Ah, gucken wir da. Was denn? Eine startet erst. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch ins CS kommen. Oh ja. Aha, da ist er, ja. Ah. Hello, Amy. Sie sucht das Mikro noch. Ja. Ja. Oder das ganze Headset, kann natürlich auch sein. Oder sie hat keine Lust mit uns zu reden. Na gut, das kann ich auch verstehen. Ja. Kann ich eigentlich verstehen. Ich bin ja kein Unmensch. So, mal hier hin, bitte. Und die Krummbeere dahin. Und bitte mal hier hin. So. Süßwasser. Was willst du denn jetzt eigentlich auf der neu gebauten freien Fläche machen? Da, wo du gerade rüberläufst. Das ist der Endcontent. Ach, das machst du dahin, okay. Ich hab ein bisschen Holz. So, das passt, das passt, das passt. Das passt auch. Okay. So, Pflanzen bewässern. Oh Gott. Passt, wackelt halt Luft. Ich würde mal sagen, wir sollten den Kurs ein bisschen ändern, damit die automatischen Fangnetze mehr reinkriegen. Das mache ich mal jetzt. Ne? Nachdem die Möwe verscheucht habe. Probieren wir mal aus, wie der Kurs so wird. Ob wir so Fahrt kriegen. Nein, nein, nein. Was nein? Doch, das funktioniert. Lass den laufen. Warum willst du es so rummachen? Guck mal, wie viel Fässer hat das sind. Ja, das bringt uns aber nichts. Die doch. Danach kannst du den Kurs ändern, wie du willst. Gut, dann nimmst du deine drei Fässer da. Das ist alles Materie, wo wir im Moment gerade brauchen. Naja. Ah, hallo. Man hört dich, aber sehr leise. Hallo. Dann musst du mir mal lauter machen. Dich lauter machen. Warte mal. Lautstärke anpassen. Sprechen Sie jetzt, junge Dame. Test, 1, 2. Okay, du müsstest hinhauen. Gut, okay. Herzlich willkommen. Zentral gehört. Ah, und jetzt hört man dich auch. Trouble ist wieder da. Wo warst du gewesen? Ich war ein lecker Pasta Shooter essen. Ach jo, hat's geschmeckt? Jo. Ich brauch Holz. Kauf dir. Ich hab 18 Stück. Ja, denn.
Mal her damit. Direkt hier drin. Jo, sehr gut. Holz. Ich um mein Holz. So, jetzt muss ich erstmal gucken hier. Welt beitreten. Hier, da ist er doch. Genau, da ist er doch. 30 Sekunden Verbindung, okay. Eine 30-Sekunden-Verbindung? Er macht schon, er macht schon. Ich wollte schon in Panik ausbrechen. Bin ich auf dem Mars gezogen oder was? Was? Ja? Ich glaub, sonst bitte das Segel einziehen, bitte Segel einziehen, bitte Segel einziehen. Ist eingezogen. Danke, 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 danke. Ach, du bist von Bord hier. Oh Gott. Nee, nee, Mortis ist das nur. Das ist nicht Gott. Nee, ich steche den Hai ab. So, wie wär's mit Schlafen? Ist dunkel? Jetzt habe ich gar kein Bett, ne? Na, doch, wir haben 4 Betten. Alle schlafen legen, danke. Exo, schau dir mal Bless an. Bisschen wie Teso, nur dass Teso momentan noch mehr zu bieten hat, weil Bless von einer Woche erst released wurde. Nein, ich schaue mir Bless nicht an. Ach, wieder das Geld zurückfordern. Das ist der größte Betrug. Genau, also Bless ist, genau, wie Amy sagt, Betrug. Also sowas hier auf den Markt zu hauen für diese Kohle, ne, ist eine Frechheit, ist das. Was ist das denn für ein Spiel? Ein MMO, Asia Grind MMO mit Item Shop und allen Runran, ja. Was macht man in dem Spiel? Grinden. Ja, MMO. Wie der Name schon, Asia Grind MMO. Also du machst da grinden und das nicht alleine. Fane. Hallo Face. Neva ist doch ganz ruhig, Face. Hallo Coach. Ja, falls ihr euch wundert, mit wem die Dame sich da unterhält, das sind Vierbeiner. Hä? Vierbeiner? Face, Coach, habt ihr gehört, ihr seid Vierbeiner. Oder waren das nicht deine Hunde? Neva heißt mein Hund. Und dann habe ich noch 2 Katzen. Das sind auch Vierbeiner. Die heißen aber nicht Face und Coach, meine Katzen. Nee? Nein. Nee. Ich hab auch Dings an. Gestern habe ich mal wieder mit Otti auch Arma gespielt, Ecto. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, ja auch kurz drinne, hab Hallo Gott, gesagt, das war aber. So ein Chaos gestern. Er hat gestern null reagiert. Oh. Wie hat er. Hat er das vielleicht gar nicht mitgekriegt? Er hat mich total ignoriert gestern. Echt? Ja. Böser Otti. In dem Fall ja. Merkwürdig. Ja, fand ich auch. Ja, aber er war ein bisschen leicht gestresst, war er gestern. Das hat man gehört. Ja. Und danach war ich dann noch mal eine Runde Hausflipper. Das wird man nie in den Kopf gehen. Wie kann man nur Hausflipper? Das Spiel, das so blöd das Spiel halt aussieht. Es ist einfach mal. Aber so geil ist es, wenn man das selber auch spielt und dann. Es ist einfach ein Feeling, einfach die Häuser dazu machen, herzurichten und so. Das ist einfach geil gemacht. Und du musst auch mal sehen, wie viel Kreativität die Leute da auch bei Steam da an Bildern hochjagen. Es ist da teilweise der absolute Hammer. Ich bin auch kreativ. Oh! Oh Gott! Apropos Kreativität, ich könnte langsam wieder Holz gebrauchen. Frau über Bord! Oh Gott! Oh, wow! Ach, da ist der Hai gekommen, ey, und hat mal geknabbert. Unglaublich. Ja, übrigens, mir fällt gerade was ganz Tolles auf, weil du gesagt hast, Frau über Bord. Ja? Jetzt haben wir wenigstens Chancengleichheit hier mit den beiden Männern hier. Natürlich. Ach so, Exo ist haben. Auch eine Frau. Ja, ja, verstehe. Genau. Ich verstehe. Yeah. Ey, nee, das ist die Oberpussy. Okay. Exo, das ist die Oberpussy. Ich weiß, ich verstehe immer noch nicht, was die Leute an dem Spiel gut finden. Muss ich mal so ehrlich sagen. Das wirst du mit der Zeit rausfinden, so. Ey, nee, du kriegst den Angelposten. Ich hab's doch schon über 6 Stunden gespielt. Ist ja nicht so, dass ich noch nicht gespielt habe. Mit wem hast du es gespielt? Mit der Miri. Und es hat auch mit Miri hat auch Spaß gemacht. Okay. Aber trotzdem. Habt ihr bis zum Ende gespielt? Hier gibt's ein Ende. Ja. Und die nächste Person, die wir getriggert haben.
Also, der Luzi und ich haben heute am Anfang des Streams das Ende gespielt. Also, wir haben dann, was ihr macht, was man machen muss halt, um das Ende zu spielen. Und dann haben wir jetzt einen neuen Speicherstand angefangen. Ne? Deshalb ist die jetzt auch sehr klein, die Plattform hier. Die alte, die wir haben, das ist ein riesengroßes Teil. Ne? Da passt ein Fußballplatz drauf. Also, ne? Deswegen hatte Horst auch Probleme irgendwann mal gehabt, weil die Plattform zu groß war. Richtig, wir haben so viele Item-Scales gehabt und dadurch lief das Spiel nachher super instabil. Deswegen versuche ich das hier ein bisschen jetzt kompakter zu machen. Ja, haben wir Holz mittlerweile? Nee. So, komplette Nahrungsmittelproduktion liegt langsam. Ich hab 20 Holz noch. Krieg ich hier mein. Jo. Oh, ich hab ein bisschen Holz. Wie geil ist das denn, ey? So, dann schmeißen wir erstmal gleich wieder alles an, damit wir hier vorankommen. Wie sagt der Luzi immer, Butter bei der Fische. Boah, scheiße. So. Nächste Insel, was sagen, ne? Hat jemand einen Paddel? Nee, hat keinen Paddel. Was macht der Kapitän? Ja, ja. Vor uns sehe ich zumindest also auf der Fahrtrichtung gerade ja ein Flüsschen, ne? Bin dabei. Boah, vier Fässer. Vier Fässer. Ach du Scheiße. Ist Annie jetzt schon beim Angeln dann? Weiß ich nicht. Annie? Ja, Entschuldigung, ich hatte mich gemutet, weil ich hier mit meinen Hunden rede. Ja, bist du schon beim Angeln? Was ist mit Angeln? Das ist dein Job, Angeln. Mein Job ist Angeln? Wieso ist mein Job Angeln? Wann kriege ich hier einen Job zugeteilt? Naja, weil wir vier Leute sind. Das muss ein bisschen organisierter sein, da, sonst haben wir hier Nahrungsmittelknappheit nachher. Also muss ich angeln. Das haben wir gerne. Du kannst auch farmen, wenn du willst. Nee, ich angel schon. So überredet man die Leute zum Angeln. Das nennt man Personalpolitik, Luzi. Nee, du hast sie nicht überredet, du hast sie genötigt. Das ist Personalpolitik. So funktioniert's in Deutschland. Ich kann aber noch keine Angel herstellen. Ja, dann lass dir von den beiden netten Herren die nötigen Materialien geben. Nein, die angel ich mir selber. Ach, du hast keine Angel. Nein, mit dem Haken hole ich die selber. Achso, du behakst sie dir. Was fehlt mir jetzt eigentlich hier für ein Seil? Ah. Hä? Ach so, doch, ja, jetzt. Ah ja, jetzt. Nee, ja. Falsche Richtung. Nein, doch nicht, hä? Was hab ich denn jetzt gemacht, Mann? Pisse. Läuft, wa? Oh, total. Was ist das Seil? Oh Gott, ey. Ja. Auch immer ein, fehlt mir ein so ein Seil, ey. Unglaublich. Ja. Das nennt man Seilschaften. So, angeln wir mal. Und wenn du aus Sachsen kommst, hast du sogar Angelsachse. Komm aber nicht aus Sachsen. Ich sagte, wenn. Ich bringe euch mal wieder ein bisschen Plastik hier in die Kiste, einen Stein in die Kiste, ein bisschen Scrap in die Kiste. Holz hätte ich gerne. Habe ich wieder 9. Mehr ist genug Holz. Und halt die Klappe. Ich bin nicht Sachsen-Annie. Toll, Exo, toll. Wer sagt Sachsen-Annie? Cool. Okay. Das war wieder klar. Sachsen-Annie, ey, wie das sich anhört. Es klingt nach einem ganz spannenden, lustigen Sims-4-Charakter. Ich bin die Sachsen-Annie. Bei mir gibt's Pizza und Bier zu Hause. Da kommt noch ein bisschen mehr Feuer auf die Kolonie.
Ja, danke Zocker, Exo, ich liebe dich. Sag das nicht meine bessere Hälfte, das kriege ich Ärger. Es war ironisch gemeint. Ja, ja, ich weiß, es war ironisch gemeint. Ja, Chinesisch steigt auch mit ein. Ich hasse euch alle. Ja, so läuft's. Oh Gott. Was für Kopfschmerzen kriegst du da? Nee, da kriegt man Plack, aber ganz gewalt, ja, nee. Da musst du gleich die ganze Zähne rausholen, neu sanieren. Ja. So, haben wir. Feuer ist an. Good. Habt ihr eine Kiste fürs Essen? Ja, das ist die, auf der ich gerade stehe und springe. Das ist die offizielle Kiste, wo ihr Essen rausholen dürft. Du denn jetzt chinesisch migrierte Sachsen, Andy? Was ist denn los mit dir, Moon? Ich weiß nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Angeln. Nein, das meine ich nicht. Was meinst du dann? Ach, nix. Ich muss mir erstmal einen Becher machen. Ein Becher. Ein Becher. Ja, die Dame hat noch keinen Becher. Jetzt hat die Dame einen Becher. Jetzt hat sie einen Becher, na, ist das schick. Was trinken? Ja, trinken. Brauchst du mal vielleicht mal wieder mal eine Insel oder so ein Scheiß? Oh ja, eine vernünftige Insel. Stimmt, für Sand, damit wir mal endlich weniger Verlust haben beim Wasserherstellen. Das wäre gar nicht mal so blöd. Ihr habt ja noch nicht mal den großen Wasserreiniger. Ja, das meine ich ja gerade. Ja, los, Mann. Ja, dann bau doch einen. Erzähl nicht. Mensch. Ja, läuft hier, wa? Da ich jetzt schon zwei Männer hier an Bord, aber naja, Männer und Technik. Ja. Und nix läuft hier. Ja, es ist schlimm hier, also. Schämen sollt ihr euch. Ja. Oh nein, ich bin schon wieder über Bord. Oh jetzt weißt du übrigens, Annie, unter welchen Bedingungen ich hier survival muss, wa? Ich geh mich eine Runde schämen. Das war eine schnelle Runde. Okay, das reicht. Das habe ich mir fast gedacht. Boah, ich freue mich auf das Head-Tracker-System, wenn es nächste Woche ankommt. Hä? Head-Tracker was? Ja, Head-Tracker. Also wenn ich da meinen Kopf bewege, dann bewegt sich sozusagen die Optik dann auch im Spiel. Was? Das heißt nicht was, das heißt wie bitte. Das ist so ein Teil, das mache ich bei mir bei meinen Kopfhörer fest, das Teil. Und wenn ich dann halt meinen Kopf nach links bewege, dann bewegt der Charakter sozusagen oder sonst auch ever.com nach links die Optik im Spiel. Könnte das nicht schlimm sein, wenn man Zuckungen hat oder sowas? Was hat? Oh. Vielleicht, wenn man so Zuckungen hat oder sowas. Dann sieht man das auch, ja. Stell das mal vor, hast einen nervösen Tag und dann... Ja, dann habe ich einen nervösen Tag, dann... Fliege ich mit der Ranzratte gegen die nächste Station. Oh Mann, jetzt habe ich keine. Jetzt kann ich mir wieder keine. Ach, ja. Haben wir übrigens nochmal Holz? Oh Gott. Ei! Jetzt deine machen? Ja. So, ich schmeiße euch gleich wieder neue Kartoffeln in die Kiste. So, was soll ich denn jetzt machen? Angel? Eine Angel. Ich wollte eine Angel machen, ja, aber mir fehlt Krimskrams, um eine Angel zu machen. Aber jetzt wird es einfach wieder dunkel. Hier, kriegst meine. Und wenn wir jetzt ausstehen, dann bin ich... Nein, warte, ausstehen. Wie nehme ich die denn jetzt? Warte mal, jetzt hast du die hier so hingeschmissen. Ja. Ja, jetzt hast du die so hingeschmissen, dass ich sie nicht nehmen kann. Also ich könnte es anvisieren, ich weiß nicht, was du ein Problem hast. Nee, ich kann mich nur hinlegen. Ich nehme den Haken und lege ihn schmeißend hier nochmal hin. Hier, pass auf. Und bäm. Sind sie denn, Herr Exo? Hier. Da. Ja, jetzt, ja. Jetzt geht's, ne? Hä? Was soll ich denn mit dem Haken? Ich brauche eine Angel. So, dann lass uns mal schlafen. Guten Abend, gute Nacht mit Rösslein bedeckt. Mit Näglein bestickt und so weiter. Ja. Wir sind bei einer Insel. Ist das so beabsichtigt? Natürlich. Okay, frag nur mal den Captain, ne?
Was hab ich Ahnung? Ich bin ja nur zum Kochen und Farmen hier. Ich muss mal was essen. Großen Grill haben sie auch noch nicht. Ah. Hier ist die Esskiste, Annie. Oh, drauf. Nicht daneben. Hä? Immer an der Esskiste nehmen. Hier auf der Esskiste. Nichts vom Grill nehmen. Warum denn nicht vom Grill nehmen, wenn ich doch gleich wieder was draufhaue? Nein, du kriegst gleich eigene Grill. Oder pass auf. Du bedienst zwei Grill und ich die anderen zwei Grill. Machen wir es so. Pass auf, ich nehme mal die Grill hier weg. Ich hab hier einen ganz großen Fisch. Ich hab so große Fische. Hä? Achso. Oh, jetzt kann ich ja wirklich einen großen Fisch draufhauen, ne? Nein, ach, das ist ja gar nicht der Grill, das ist ja der... Ach, Mensch. Doch wieder den kleinen Fisch. Leute könnten mal tauchen gehen und gucken, dass vorher leer machen. Insel. Tauchen gehen und Steine, Sand und etc. Von unten rausholen. Fisch machen hier. Gucken wir mal. Warum sind da Planken drin? Wer hat Planken in das Ding gepackt? Wo sind Planken? Im Lager? Oh, ich brauche Planken. Wo sind die Planken? Ah, so, da. Eine Angel. Ungekochte Fische rein. Nicht in die Kiste rein. Weil da kommt nur fertiges Essen rein. Oh, ihr seid ja... Ja, wir sind sehr deutsch. Weil das Problem ist, sonst hast du nachher nur ungekochte Fische drin und die Leute wollen was essen, gehen an die Kiste rein und dann sagen sich, nanu, den soll ich jetzt essen? Der schmeckt doch gar nicht. Ich brauche jetzt Kram, um mir eine Angel zu machen. Jo. Mir könnte vielleicht jemand helfen beim Tauchen. Das kann ein anderer Mann machen. Also der gerade hier nur auf dem Schiff rumspringt. Ah, du verdurstest gerade? Dann ja. Nimm doch hier das Süßwasser hier. Ja, ich hab schon. Hast schon, ja? Okay. Solltest du was vielleicht nicht tun? Oh, der sieht dann aus, da brauchen wir noch einen weiteren Wasserzubereiter. Absolut. Der Hai ist gerade beschäftigt. Ab so und so viele Leute merkt man echt, dass man noch mehr Ressourcen braucht, war Luzi? Weiß ich nicht. Immer mehr schnell drin ist. Bin gerade am Tauchen. Uiuiui. Der Taucher vom Dienst. Dann ist der Hai bestimmt beim Luzi, alles gut. Ich hab dich auch lieb, Annie. Ja, ich weiß, Luzi, danke. Aber ich muss ja immerhin angeln, basteln, damit ich euch Essen angeln kann. Richtig. Ja, ich hab ja nichts Verwerfliches gesagt. Oh. So, Wasser, nein. Wasser. Was nein? Ah, ich sehe schon. Was los? Lucy war tot. Oh, ich verstehe. Du jetzt, auch gleich. Wo Lucy tot ist, ist der Hai wieder bei mir. Ja. Okay, ich verstehe diese. Beim Tod. Lucy hat er sich Appetit geholt und dich wollte er fressen. Oh. Kann mir vielleicht jemand einen Haken basteln? Ein Haken. Ein Haken hätte Luzi gerne. Ja, hier, warte. Guck mal. Flup. Vielen herzlichen Dank. Na, das ist doch Liebe. Bitteschön. Oh, ich muss was essen. Achso, ich darf ja nicht vom Grill nehmen. Genau.
Ja, aber dann koch doch mal ein vernünftiges Kram. Hier sind ja bloß ein paar Rüben und dumme Brötchen drin. Für Fische bist du zwar verständlich. Ja, es sind halt so viele Fische drin, aber da ist keiner von... Ja, weil der Xos wieder nicht arbeiten will. Das ist das Problem. Doch, es geht halt schon wieder los. Der Hai frisst sich gerade hier durch. Ja, ja, schön, schön, dass der sich durchfressen tut, aber... Habt ihr kein... kein Dach? Ich kann ach, das sprechen. Ist ja mal interessant, das wusste ich gar spät. Nicht. Wenn er was? Da so wegfrisst, da bleibt es trotzdem eine Gesamtstruktur erhalten. Wenn er da so wegfrisst, könnte man aber auch mit dem Speer einfach draufhauen und dann haut er ab. Das bleibt so erhalten. Schnell. Was? Aus. Los, kein Hai. Ich will kein Hai. Nein. Keiner gesehen, ne? Nein. Nö, ich hab nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Oh nein, ich hab von... Oh Gott. Ich hab von dem runden Fisch abgebissen. Ja, ich hab's gesehen. Und der war noch nicht mal entschuppt. Das ist ja eklig. Das ist ja widerlich. Jetzt ist er fast aufgegessen. Jetzt kann er auch weg. Ja. Ekelhaft. Warum legst du den Buntbarsch hier auf dem Boden, also dahin? Weil ich den gerade angegessen hatte und ihn jetzt nicht mehr auf den Grill packen kann. Ach ja. Okay. Angegessen. Nee, Sushi ja, Wolfie, aber nicht so. Bäh. Ja, so kann man's machen, ne? Einfach mal den Fisch den Kopf abbeißen, kein Problem. Oh ja. Lecker. Ja, dann braucht Annie und ich jeweils einen weiteren Grill. Aha. Ja. Müssen wir den großen mal bauen? Ja, wenn sie es können. Wir müssen ja erstmal erforschen, die Materialien haben. Habt ihr das noch nicht? Haben sie noch nicht. Nee, haben sie noch nicht. So, wie sieht's aus jetzt da unten? Können wir wieder starten oder sollen wir noch da bleiben? Von mir aus können wir weiter, wir brauchen Holz. Troublemaker? Ja. Du fertig? Ja, ich bin fertig. Gut. Oh, heute kommt wieder so ein schöner, angenehmer, kühler Luftzug. Ich kann endlich mal wieder ein bisschen durchatmen. Das ist so geil, Leute. Heute ist scheiße schon wieder. Gestern war schön. Heute ist schon wieder viel zu warm. Oh, ich freue mich, wenn wieder dann der Herbst und der Winter kommt. Nee, der Winter nicht unbedingt, aber jetzt so August, September. Naja, viel mehr Winter als August, September kriegen wir sowieso in Deutschland sowieso nicht. Also... Das ist doch schon der tiefste an Winter, was wir erhalten. Schon mal Winter in Berlin erlebt? Annie? Sonnenschein. Winter in Berlin? Nee. Ja. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben in Berlin. Also Winter in Berlin kannst du vergessen. Das ist wie verregneter Herbst. Mehr passiert da nicht. Das gar nicht. Im Herbst war ich in Berlin. Naja, dann siehst du, dann kennst du Winter in Berlin, dann passt doch. Da war ich 17, Exo, weißt du das? Weißt du, was wir in Berlin gemacht haben? Es war letztes Jahr, du warst letztes Jahr in Berlin und besuchst mich nicht. Also, wir haben tatsächlich von der Fahrschule aus unsere Autobahnfahrt nach Berlin gemacht. Ja? Da waren wir den ganzen Tag dann in Berlin. Okay. Und wie fandest du den... nochmal mit dem getrockneten Ziegel. Die musst du einfach auf den Boden packen. Machst du einfach Ziegel herstellen, also die nassen, und die schmeißt du dann auf den Boden und dann trocknet sie. Und nach ein paar Minuten ist sie halt trocken und dann kannst du, verwenden. Jawohl. So, jetzt habe ich einmal einen Becher. GZ. Danke.
Was habt ihr nochmal gebraucht? Holz.